Ja, hallo, herzlich willkommen bei BBJ für den Bullypullen. So, liebe Leute, Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Und ja, jetzt stehen wir hier wieder und bringen noch ein bisschen was Weihnachtliches hier in die Garage rein. Ja, ihr seht vor mir von Surfaces die Produkte. Das sind limitierte Editions. Also wer das noch vom letzten Jahr kannte, von 2020, die Edition von Surfaces, die Christmas Spray Seal, das ist die vom letzten Jahr, beziehungsweise von 2020, und das ist die neue von 2021. Und Surfaces hat auch dieses Mal die Limited Edition ein Eisfrost X mitgebracht, ein Enteiser. Den testen wir heute mal nicht. Ich wollte euch nur mal das Paket mal zeigen, was Surfaces so herausgebracht hat als Limited Edition. So, diese Produkte könnt ihr bei meinem Partnershop Detailing Verliebt, also bei Benedikt, ja, erwerben. Und zwar müsst ihr einfach nur, ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket von Surfaces, bestellen für 50 Euro müssten die mindestens haben. Dann bekommt ihr eins dieser beiden Flaschen zugeschickt. Habt ihr einen Betrag von 100 Euro, bekommt ihr, so wie ich das verstanden habe, beide Flaschen. Also, gerade hier so die Sprühversiegelung hier ist doch sehr interessant, denke ich mal. Und die teste ich heute. Ich habe hier zwei Felder abgeklebt mit der Vorgänger, vom Vorgängerjahr, die Edition. Mal schauen, ob wir da ein paar Veränderungen haben oder überhaupt irgendwie Unterschiede erkennen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt ihr einfach dran. Bis dann. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, gut, ich habe hier alles hier stehen. So, ich zupfe euch mal näher ran. So, da haben wir unsere Sachen stehen. Den tun wir jetzt weg, den brauchen wir nicht. Den habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil bei uns ist so ein bisschen Flaute mit Frost. So, mit dem Sonax Prepay, ja, wie ihr das noch kennt, entfetten wir hier alles, sprühen wir ein. So, lassen das eben ein Ticken wirken. So, und dann holen wir das runter mit dem Mikrofasertuch. Okay. So, wir lassen das noch mal ein bisschen ablüften. So, jetzt schauen wir uns mal hier die Flasche mal genauer an. Von diesem Jahr also die Limited Edition, das Christmas Beat. Also aufsprühen auf die Oberfläche, auf die saubere, entfettete Oberfläche bei +10 bis +35 °C. Ihr könnt es auch auf dem Mikrofasertuch aufsprühen und dann auf die Fläche verteilen. Und wetterfest ist es nach 2 bis 3 Stunden. Aushärtezeit braucht es 24 Stunden und Standzeit 8 bis 12 Wochen. Ja. Gut, man kann es auch schichten. Für die Leute, die gerne schichten, können nochmal eine Schicht nach 60 Minuten auflegen. Ja, soll, ist so ein Pfefferminzduft soll das sein? Okay. Das ist meistens in der Konzentration, riecht das ganz anders, wenn man die Nase direkt da reinhält. Aber wenn man es versprayt, dann merkt man schon doch den Duft heraus. So. Ich glaube, das war alles zu einem Christmas Beat. Und dann haben wir hier vom 2020 die Edition Christmas Spray Seal, Sprühversiegelung. Ja, da haben wir dann auch das gleiche Vorgehen eigentlich. Soweit hält, glaube ich, ein bisschen länger, habe ich, glaube ich, gelesen. Ja, auch auf der gereinigten, entfettete, dünn aufsprühen. Ja, okay. Mal gucken, Haltbarkeit. Crystal Spray Seal hat eine Schutzfunktion von bis zu 16 Wochen. Und das waren hier, glaube ich, 12 Wochen, ne? Habe ich gelesen, ne? Ja. Okay. Ja gut, das verarbeiten wir mal da genauso. Gut, die Limited Edition von 2020 bekommt ihr ja nirgendwo mehr. Das ist jetzt nur mal so ein Vergleich, ne, von den beiden Jahrgängen, sag ich mal. Okay, ja, zu den örtlichen Gegebenheiten haben wir hier 44
ja, Prozent, 14,9 Grad. Ja, die Fläche, also ich habe hinter mir, ich habe hier so einen Infrarotstrahler habe ich hinter mir, der strahlt hier genau drauf. Dann können wir mal hier gucken, was die Temperatur sagt hier. 9,4, ja, ist klar, ist 8,3. 8, hier vorne vielleicht ein bisschen höher, ja, hier habt ihr 11 schon, ne? Weil der Strahler strahlt hier vorne so drauf und dann erwärmt sich das hier mehr als da oben. Hier 10,1. Ihr könnt aber mit dem Heißluftföhn leicht drüber gehen, nochmal die aufwärmen, wenn es zu kalt ist. Immer anwärmen die Oberfläche nochmal. Aber ganz vorsichtig sein, nicht, dass ihr den Lappen nachher hier auf zum Qualmen bringt. Also ihr müsst da echt vorsichtig sein. Am besten nicht nachmachen. Am besten gucken, dass wirklich die Temperatur da ist, die empfohlen wird. So, wir können jetzt nochmal nachschauen, hier vorne, 17,4, 18,1, hier oben, 19,1, 21, 17, ja, sind so unterschiedliche Temperaturen, aber über 10 Grad, das wollen wir ja erstmal, 13,7, ja. Ja, und in der Garage sind es 14, ja, die geht jetzt runter. So. Okay. Gut, dann fangen wir mit dem ersten an. Dem Christmas Beat. Also gut schütteln. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das erste Mal, Erstkontakt. Also, und dann steht es ja auf Stopp. Spray, ja. Ja, ein paar Probestöße machen. Ja. Ja, gucken. Ach ja. Ja, komm. Und jetzt nicht. Funktioniert leider nicht, der Dicker. Warum geht der nicht? Hä? Ja, jetzt haben wir es. Ein paar Stöße. So. Jetzt, wie gesagt, ihr könnt es auf ein Mikrofasertuch tun. Ihr könnt vielleicht einen ganz leichten Spray drauf tun und nochmal einen da drauf. Aber das ist, ja. Jetzt haben wir hier eine kleine Fläche, aber beim ganzen Auto braucht ihr nachher gar nichts mehr auf die Fläche aufsprühen, sondern im Tuch ist dann so viel drin, das reicht dann für alle Flächen. So, darauf lassen wir mal eben ein bisschen aushärten, sag ich mal, und dann gehen wir hin und nehmen auf dieser Seite vom letzten Jahr oder von 2020 das Christmas Spray Seal. Das soll so nach Zimt oder so riechen, weihnachtlich. Wie gesagt, das rieche ich so nicht so oft von der Konzentration. Ja, so riechen tue ich auch nichts beim Sprayen. Auch hier ein Testspray machen. Gut, das sind jetzt 250 Milliliter, das sind 500 Milliliter. Okay, dann machen wir das gleiche. Dann machen wir hier so einen kleinen. Ja, der vernebelt ganz fein. Ja, tun wir da ein bisschen mehr drauf. Oh, der riecht gut. Der riecht intensiv. Puh. Der riecht intensiv. Und hier merkt man auch so eine richtige Schicht, die sich bildet.
So, und jetzt kann man das noch auspolieren hier. Okay. Dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt tun wir noch mal hier noch drüber. Ich habe es ja nicht ganz richtig auspoliert. So. Ja, das war's schon von der Lacklette. Ja. Oh, der, oh Mann. Oh. Also von der Lacklette hier und hier weiter Unterschied. Boah, der fühlt sich schön glatt an hier. Oh, das ist richtig geil. Hier nicht so. Schaut mal hier im Handschuh, wo der hängen bleibt. Und hier. Kaum Widerstand. Ey, das ist gut. Also das gefällt mir am besten. Also vom Duft her angenehmer, sage ich mal, bei der Verarbeitung. Und auch von der Lacklette würde ich jetzt mal den Punkt von 2020 Edition geben. So. Ja, das war's dazu. Der Hersteller sagt ja hier 2 bis 3 Stunden Aushärte oder vollständig ausgehärtet in 24 Stunden. Was wetterfest nach 2 bis 3 Stunden. Also man könnte nach 2 bis 3 Stunden einen kleinen Beading-Check machen. Aber wir werden mal schauen. Ja, ich gucke mal, ob ich nach 2 bis 3 Stunden noch mal einmal reinkomme und einen Beading-Check mache und dann nach 24 Stunden machen wir einen ausgiebigen Test. Ne? Das machen wir noch gleichzeitig mit denen, dann haben beide auch die gleiche Voraussetzung. Ja, das war's dann schon. Dann sehen wir uns in 2 bis 3 Stunden wieder. Sagen wir mal so, ja, zwischen 14 und 15 Uhr irgendwann. Bis dann. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir haben 15:03 Uhr, also gute 3 Stunden konnte das jetzt aushärten. Und der Hersteller sagt ja, so zwischen 2 und 3 Stunden ist das dann wetterfest. Ja, 2 bis 3 Stunden. Ja, 24 Stunden ist dann alles ausgehärtet. Das wollte ich ja hier mit der Edition auch so handhaben. Also machen wir jetzt mal so wetterfest. Wasser kann ja oder Regen kann ja drauf. Mache ich hier so ein kleines Beading für heute und dann gehen wir morgen in die Vollen. Dann machen wir richtig schön Bauer und ja. Die Haube liegt waagerecht, geht aber hier so rund runter. Ne? Also gucken wir mal nach den Ablaufbahnen auch. Feuer frei. Ja, super. Jetzt. Ah, das ist doch schon ein Unterschied. Ja. Also das merke ich schon, da ist schon ein Unterschied. Also das ist schon was Ticken besser, ne? Schaut mal. Hier näher ran. Ja, guck mal hier, da bilden sich direkt die Tropfen. Hier sammelt sich das Wasser. Nee, das ist nicht so ganz so schön, ne? Ja, die bleiben drauf liegen eher, ne? Ja. Okay, auch hier sind viel mehr Tropfen drauf, ne? Auf der Ablaufbahn schauen wir mal hier so. Ja, sieht auch gut aus. Ja, hier ist auch schon eher, nein, eher zu runder, unrunden. Schaut mal. Ja. Okay, ja, hier die Tropfen, hier ist schön frei. Hier bleiben noch so die Resttropfen. Ne? Schauen wir mal, ein kleines Sheeting machen. Oh ja, guck mal hier. Ja, bleibt länger, ne? Das dauert länger. Ja. Ja. Also die neue Edition ist schon besser. Ne? In der Performance ist die besser. Also vom Geruch her und ja, fand ich das hier schon besser. So, das lasse ich jetzt so drauf. Oder beziehungsweise ich mache das jetzt trocken. Und morgen schauen wir mal richtig mit Powerwasser drauf, wie es dann ausschaut. Ne? Okay, vielleicht erholt sich das hier noch ein bisschen. Und dass es noch ein bisschen besser wird, wenn es ein bisschen ausgehärteter ist. Also bis morgen. Tschüss. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Ja,
Über 24 Stunden sind vergangen seit dem Auftrage. Gestern habe ich ja hier die beiden Sprühversiegelungen aufgetragen und wir haben jetzt 14.03 Uhr. Okay. Ja, wie gesagt, 24 Stunden konnte es aushärten, so hat der Hersteller das gesagt, dann ist es auch ausgehärtet komplett. Und wie ich gesagt habe gestern, gehen wir heute mal mit mehr Wasser drüber. Wir haben gestern ja so ein bisschen ein kleines Beading-Check gemacht. Gefiel mir hier ein bisschen besser auf dieser Seite von dem Christmas Bead. Und hier war es doch ein bisschen schlechter. Aber wir können jetzt erstmal nochmal mit der Flasche drüber gehen, ob sich vielleicht noch was geändert hat durch die Aushärtezeit. Okay, schauen wir mal hier beim Christmas Bead. Ja, absolut genial. Schaut auch die Ablaufbahn, ne, sind frei. Und jetzt hier direkt daneben. Ja, war gestern schon so. Hydrophob ist da, aber nicht ganz so schön. Ne? Schaut mal auch hier, die ganzen Tröpfchen, die hier überbleiben. Okay. So, jetzt gehe ich hin und hole den Gartenschlauch raus. Wir machen erstmal so auf eine waagerechte Fläche und dann stelle ich nachher die Haube noch mal ein bisschen hoch. Ne? Bis gleich. So, einmal so einen kleinen leichten Regen oder beziehungsweise Nebelregen. Ja. Ja, ihr seht das auch hier, sind unrunder, ne? Hier sind die schön rund. Auch hier wieder die Ablaufbahn, schaut mal so, was so hinterlassen wird. Okay, einen etwas härteren Strahl. Ja, auch hier bei dem Strahl seht ihr das auch, ne? Schaut mal in den Strahl rein, wie das wirkt. Ja. Ja, hier Wasseransammlung, ne? So, jetzt zum Weichen. Ja, schaut mal hier. Okay, ich stelle jetzt die Haube etwas schräg, also hinten etwas hoch. Einen Augenblick. So. So, jetzt habe ich die hinten auch hochstehen. Ja, ja, der Wasser der Ansammlung, ne? Ich denke mal, das ist alles dazu gesagt, so jetzt von dem Beading und Sheeting her. Also auf jeden Fall hier die neueste Version, also die von 2021, die Christmas Edition. Ja, Christmas Bead, ja, macht doch schon ein besseres Bild als der Vorgänger vom vorigen Jahr davor. Ja, das war's erstmal. Kleines Fazit. Ja, hier haben wir die Vorjahresversion von 2020, die Christmas Edition Surfaces. Das Christmas Spray gibt es ja gar nicht mehr. War halt nur eine Edition, wie auch im letzten Jahr 2021 mit dem Christmas Bead und nochmal ein Scheibenenteiser. Dieses gab es dieses Jahr, beziehungsweise 2021 als Christmas Edition. Ihr könnt es noch weit erwerben.
Mein Detailing verliebt in meinem Partnershop, der Benedikt hat noch ein paar Flaschen übrig. Also wenn ihr für 50 Euro Surfaces Produkte kauft, bekommt ihr eine von den Flaschen dabei gelegt. Und wenn ihr über 100 Euro seid, dann bekommt ihr beide Flaschen gratis noch dazu. Limited Edition, ja, ist für Sammler vielleicht was Tolles. Und man kann die Produkte, wie gesagt, habt hier auch ganz schön benutzen. Macht eine gute Performance. Den Eis-Enteiser hier, den Enteiser habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, hier vom letzten Vorgängerjahr davor hat nicht so wirklich performt, so richtig schön wie der Christmas Beat von 2021. Christmas Beat, ne? Ja. Okay, wie gesagt, ist leider nicht käuflich zu erhalten, sondern nur durch eine Bestellung als Gratisprobe dazu beim Benedikt, beim Detailing verlebt. Und dann verabschiede ich mich jetzt mit Däumchen hoch, lasst mir ein Däumchen hoch oder runter, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss. So, liebe Leute, ja, ich wollte euch noch was dranhängen hier. Ja, ich wollte die Haube mit Rexy hier, mit dem Wachsentferner von Detailify cleanen und ja, schaut euch das Ergebnis mal an. Hier rechts das Christmas Spray Seal da oben, was da steht. Resistent gegen den Rexy, aber das Christmas Beat, ja, hier vom 2021 ist doch schon komplett runter. Ja, das ist eine Überraschung, ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.